erstmal einen Schluck Tee. Hallo, ich dachte, ich nehme heute mal die Kamera mit und erzähle dir ein bisschen, was gerade bei mir los ist. Und zwar muss ich morgen eine Magen- und eine Darmspiegelung machen. Und langsam werde ich ein wenig nervös, weil ich mich gestern mal ein bisschen, ist wahrscheinlich auch immer nicht der Schlauste, aber ich habe mich auf TikTok durchgeschaut und habe bis jetzt nur Schlechtes gehört, beziehungsweise dass das alles nicht ganz so angenehm sein soll. Also der Prozess an sich nicht. Man ist da ja auch im Schlafzustand. Ist nicht eine komplette Narkose, aber man wird so sediert, dass du auf jeden Fall nichts mitbekommst. Aber ja, ich bin trotzdem aufgeregt. Vor allem, weil ich jetzt heute nachher dieses Abführmittel nehmen muss. Aber dazu später mehr. Ich bin zu meinem Arzt gegangen, weil ich eigentlich seit längerer Zeit schon, ich glaube, über 15 Jahre immer Beschwerden habe mit meinem Bauch. Also ich habe immer Magenkrummeln, Unwohlgefühl, Völlegefühl und auch ganz oft Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen. Und dann bin ich zu meinem Arzt gegangen und deshalb ernähre ich mich auch zum Beispiel schon seit 7 Jahren komplett glutenfrei. Also wenn ihr dazu Fragen habt, gerne raus damit. Und trinke auch eigentlich keine Milch, weil irgendjemand auch mal meinte, es sei Milchzucker. Der andere meinte, es wäre Milch, Eiweiß. Also ich habe schon alles Mögliche gehört, aber nie sind alle Symptome wirklich komplett weggegangen. Also vielleicht ist auch nur ein Reiz da, man weiß es einfach nur nicht so wirklich. Und naja, short story long, deshalb soll ich auf jeden Fall eine Magenspiegelung und eine Darmspiegelung machen. Und genau, ich dachte, ich erzähle einfach ein bisschen, wie es bei mir so abläuft, wie es mir geht damit. Und was bei mir die Vorbereitungen sind. Ich durfte auf jeden Fall jetzt so seit 2-3 Tagen, ich muss sagen, ich habe ein bisschen zu spät darauf geachtet, ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, keine faserreichen und ballaststoffreichen Produkte mehr essen. Das habe ich auch schon länger nicht gemacht, wobei ich hatte halt noch einmal Nüsse und die können sich wohl im Darm absetzen und dann ein bisschen stören bei der Untersuchung. Und genau, dann auch kein kernhaltiges Obst, also keine Weintrauben, keine Erdbeeren, Wassermelonen hatte ich jetzt eh nicht gegessen und keine Tomaten. Aber das alles durfte ich jetzt schon die letzten 2-3 Tage nicht essen. Und heute ist der Tag vor der Untersuchung. Da darf ich noch ein leichtes Frühstück zu mir nehmen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man glutenfrei lebt. Ich habe mir jetzt von Share dieses Brot hier gekauft. Das hatte ich auch gestern schon zu Abend gegessen. Und das ist halt einfach so ein Weißbrot. Und ich finde Weißbrot super eklig. Aber ich wollte mir halt noch ein bisschen was reinziehen. Ich habe auch tatsächlich die ganze Packung gegessen. Jetzt darf ich bis um 10 ungefähr noch ein bisschen was von diesem Brot hier snacken und dann eigentlich nur noch Flüssigkeit zu mir nehmen. Auch nur helle Flüssigkeiten. Also was wie Pfefferminztee, Kamillentee, wohl auch hellen Apfelsaft. Den muss ich mir unbedingt noch kaufen, damit ich mein komisches Abführmittel damit zusammen trinken kann. Weil das soll halt super eklig sein und davor habe ich richtig Angst. Es ist auch so ein bisschen durch die Medien gekommen, dass alle meinen, es ist so eklig. Und ja, ist halt einfach auch kein schönes Thema und ich habe ein bisschen Angst davor, wie das ist. Das werde ich euch aber nachher, jetzt ist es gerade erst 9 Uhr, nachher berichten. Und ich habe schon 5 von diesen Broten gegessen heute Morgen und man wird einfach nicht satt. Das ist halt einfach ätzend. Ja, jetzt gibt es hier noch meinen Tee und ich bin gespannt, was der Tag und vor allem der morgige Tag bringt. Ich habe um 10.45 Uhr meine Darmspiegelung und ich muss davor 5 Stunden vorher muss ich die zweite Fuhre von dem Abführmittel nehmen und das heißt, dass ich irgendwie auch schon richtig früh aufstehen muss, um dann nochmal meinen Darm zu entleeren. Ja, ich habe keinen Bock. Ich habe wirklich keinen Bock, aber ich habe Bock zu wissen, was es ist, damit ich halt endlich mal den Symptomen richtig auf den Grund gehen kann und hoffentlich in nächster Zeit ein bisschen symptomfreier werde. Ich bin gespannt, falls ihr irgendwie in der gleichen Thematik seid, schreibt mir super gerne. Ich liebe es, mich darüber auszutauschen und zu connecten. Gerade weil es ja Themen sind, über die wird zwar immer mehr geredet, aber auch noch nicht wirklich viel. Und ich glaube, wenn man da im gleichen Flow ist, kann man sich da mehr identifizieren, als wenn ich jetzt mit Leuten drüber rede, die das gar nicht nachvollziehen können. Dann ist es manchmal so ein bisschen, ja, dann ist es halt nicht, aber es ist halt blöd, wenn du teilweise genau das gleiche 5-mal isst und einmal hast du Symptome und einmal nicht. Da fragt man sich auch, was soll es mir gerade sagen? Und deshalb, genau, ich bin sehr gespannt auf die Darmspiegelung und super gespannt auf dieses komische Abführmittel hier. Ja, wir werden sehen. Wir haben es mittlerweile 13 Uhr und ich habe echt Hunger. Ich mache mir die ganze Zeit so eine klare Suppe, so eine Brühe.
ist jetzt, glaube ich, schon mein vierter Becher. Also ich muss auch die ganze Zeit auf Toilette. Das ist auch super nervig. Ich merke auch, ich habe irgendwie keine Kraft. Eigentlich wollte ich heute gerne noch zum Sport gehen. Aber das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Und meine Ärztin hat mich gerade nochmal angerufen, hat den Termin nochmal bestätigt und nochmal nachgefragt, ob ich irgendwelche Fragen habe. Und sie hatte mir auf jeden Fall nochmal als Tipp gegeben, diese Lösung, die ich in zwei, drei Stunden einnehmen muss, dass ich die kalt stelle, weil das wohl dann Tick angenehmer schmeckt und dass ich mir halt so einen klaren Apfelsaft dazu kaufen kann, das dann zusammen oder vermischt trinke und das werde ich auch nachher nochmal machen. Ich werde jetzt eine Runde spazieren und gönne mir jetzt mal wieder, ach, ist es heiß, gönne mir jetzt mal wieder eine Suppe, genau. Super süß, wir haben es mittlerweile 3:30, ich muss gleich mein Zeug nehmen, eine halbe Stunde habe ich noch und mein Papa, also ich bin jetzt über die Darmreinigung zu meinen Eltern gefahren, damit ich ein Badezimmer für mich alleine habe und es nicht mehr nur ein WG-Mitbewohnern teilen muss. Und der hat mir 3-mal so eine Iso gekauft, weil das darf man ja trinken, so ein isotonisches Getränk und dann noch 6 Apfelsaft naturtrüb. Und das ist gerade so befriedigend gewesen, einfach was anderes als Wasser zu trinken. Also ja. Ich gönne mir ein bisschen Apfelsaft. Ich merke langsam, dass ich auf jeden Fall keine Kraft mehr habe. Ich war gerade eine kleine Runde mit dem Hund spazieren und bin komplett fertig. Aber glücklich, dass ich hier so viele geile Getränke habe. Vielleicht mache ich mir auch noch eine Brühe. Es ist mittlerweile 16 Uhr und jetzt geht es los. Ich lese mir noch einmal kurz durch, wie es jetzt hier abläuft. Am Tag der Untersuchung, nee, um 16 Uhr am Vortag der Untersuchung. Den Inhalt der ersten Flasche in den mitgelieferten Becher gießen und mit Wasser bis zur 500 Milliliter Markierung auffüllen. So, dann machen wir das gute Ding mal auf. Diesen Becher muss ich jetzt mit der ersten Flasche trinken. Um 16 Uhr am Vortag der Untersuchung den ersten Inhalt der ersten Flasche. Gibt es hier eine Nummerierung und das ist egal. So, ich krieg's erstmal nicht auf. Das ist eine Kindersicherung, da komme ich nicht. Es riecht sogar, riecht in Ordnung, muss ich sagen. Jetzt kommt Wasser dazu. Hier ist das gute Stück. Innerhalb einer Stunde austrinken. Danach 2 der angegebenen Tabletten zerkauen und runterschlucken. In der nächsten Stunde trinken sie 2 weitere Becher. Soll ich mal probieren? Ich trau mich nicht zu probieren. Ich habe Angst, dass es richtig eklig ist. Es erinnert mich an Traubensaft. Es ist. Oh, jetzt ist es eklig. Ich stelle mir einfach ein bisschen Apfelsaft daneben. Oh Gott. Das Ding ist, ich habe ja eine Stunde dafür Zeit. Ich glaube, die werde ich mir auch nehmen. So geht's, wenn man immer abwechselnd ein Glas hiervon und ein Glas davon. Aber ich muss sagen, ich habe es mir schon schlimmer vorgestellt. Also gerade was ich so gesehen habe bei den anderen Leuten, die meinten, das ist richtig schlimm. Also der Geschmack. Und das ist in Ordnung. Ich hätte eigentlich gerne direkt in einem austrinken. Und ich hinter mir habe. Das ist noch. Oh, das ist noch eine Menge. Man kann den Geschmack gar nicht beschreiben. Es erinnert mich total an Traubenzucker. Aber der Abgang, der ist so salzig und das macht es irgendwie komisch. Ich glaube, einem wird schlecht, wenn man das alles auf einmal trinkt. Deshalb muss man eine Stunde warten. Oh Mann, ich habe keinen Bock. Ich überlege gerade, ob es halt schlau ist, wenn ich es jetzt direkt austrinke. Eigentlich schon, ne? Guten Morgen. Es ist 5 Uhr und ich muss jetzt meine zweite Lösung nehmen. Ja, entschuldigt mein Aussehen. Ich bin super müde.
Aber die Nacht war erstaunlich in Ordnung. Also ich musste nicht irgendwie die ganze Nacht auf Klo sitzen. Das war ganz, ganz gut. Und jetzt gibt es nur zwei. Am Tag der Untersuchung 5 Stunden. In der zweiten Flasche gießen wir mit Wasser. Den Inhalt wieder innerhalb von 1 Stunde trinken. Prost. Also gefühlt ist es diesmal ekliger. Vielleicht weil ich noch so einen müden Mund habe. Oh, ja, viel ekliger. Oh, ist das geil, dann einen Schluck Orange noch zu trinken. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie noch betrunken. Der Saft ist halt so geil im Vergleich. Ich fand es echt erstaunlich, wie gut das ging mit dem Hungergefühl, weil ich dachte, ich hätte super viel Hunger. Aber hatte ich gar nicht. Herrlich. Es läppert sich, aber es ist ein Ende in Sicht. Und wie ist echt in Ordnung. Und so geil ist es natürlich nicht, aber voll ungesundes Zeug. Pro 100 Gramm 43 Kalorien. Und ich hatte davon, glaube ich, gestern schon 3 Flaschen. Der letzte Schluck. Der letzte Schluck für Mama. Und mir ist auch so kalt, wahrscheinlich, weil ich so wenig gegessen habe. Man soll sich auch bei der Darmspiegelung warm anziehen. Ich muss mal überlegen, was ich da gleich anziehe. Es ist mittlerweile 5:30 und langsam wird es hell draußen. Leer. Jetzt noch die Tabletten nehmen. Dann noch 2-mal dieses Gefäß austrinken. Oh, ich freue mich irgendwie auch auf Wasser. Und dann kann es losgehen. Genau, ich muss jetzt noch 2 von den Tabletten zerkauen. Spumisan-Kautabletten. Und die sind eklig. Ich überlege, ob ich mir jetzt einfach einen Tee mache, weil irgendwie ist mir halt super kalt. Helle Teesorten geht ja. Von daher werde ich mir jetzt einen Tee gönnen und dann nochmal ein bisschen Wasser. Oder hier, das war auch ganz lecker eigentlich, dieses Iso-Ding. Also lecker ist übertrieben, aber es war in Ordnung. Und werde mich jetzt mal auf die Couch begeben und noch ein bisschen versuchen zu dösen, bis das Mittel wieder wirkt. Ich habe mir jetzt nochmal so einen leckeren Kamillentee gemacht und irgendwie erfüllt mich das total, dass es was Warmes ist, was ich trinke. Und ja, dann chill ich mich jetzt einfach hier hin, warte, bis die Wirkung wieder eintritt. Ich habe das Gefühl, das dauert nicht mehr lange. Und dann muss ich noch einmal 500 Milliliter trinken und dann gar nichts mehr für heute. Es ist mittlerweile 8:30 und ich muss sagen, mir geht es echt erstaunlich gut. Also ich habe gute Laune, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie super ausgelaugt oder so. Ich mache die ganze Zeit ein bisschen Uni, eigentlich hätte ich auch Vorlesungen gehabt. Aber zur Uni bin ich jetzt nicht gefahren, weil ich halt doch dann ab und zu spontan auch mal auf Klo rennen muss. Aber ja doch, also ich habe jetzt das Abführmittel getrunken, nochmal 2-mal den Becher jeweils voll gefüllt. Einmal mit Tee und einmal eine Mischung aus Iso-Getränk und Wasser. Und mittlerweile weiß ich auch, dass die Reinigung auf jeden Fall funktioniert hat. Es soll ja, wenn dann aus dem Stuhl nur noch so, es schaut aus wie Kamillentee, was da rauskommt. Und so sieht es jetzt auch aus. Also es ist ein verrücktes Gefühl, aber ich fühle mich irgendwie auch gereinigt. Also es ist halt ganz geil. Ich glaube, es ist voll gesund, mal den Darm zu reinigen. Und ich freue mich aber schon sehr, 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 sehr doll auf Essen. Ich muss halt jetzt noch die Zeit leider überbrücken. Mein Termin ist erst um 10:45 Uhr. Das ist halt super ätzend, dass es erst so spät ist. Aber ich bin eigentlich echt positiv gestimmt. Und mir geht's gut und ich fühle mich gut. Und es liegt auch daran, dass wir richtig, richtig schönes Wetter haben. Also die Sonne scheint. Und ja, ich bin gespannt, ob die Laune so bleibt. Es geht los. Ich bin sehr gespannt. Jetzt langsam bin ich auch sehr hungrig. Ich habe meine unterschriebenen Dokumente dabei, nochmal mein Trinken für danach und eine dicke Thermoleggings an, Pulli und darunter noch ein Pulli. Dann wollen wir mal. Ich bin jetzt am Abräumen, aufräumen. Irgend so ein Ding da
Angeblich ist es schon durch. Ich habe mich an nichts erinnert. Ich habe noch immer nicht verstanden, ob ich jetzt komplett durch bin oder ob jetzt gleich noch das andere kommt. Keine Ahnung. Hallo, ich dachte, ich melde mich mal. Meine Magenspiegelung ist um und während der Magenspiegelung und Darmspiegelung ging es mir richtig gut. Also ich habe wirklich nichts gemerkt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich halt untenrum ausziehen sollte. Dann kam eine Arzthelferin zu mir und hat mir so eine Schlafspritze gegeben und dann war ich auch direkt weg. Ich weiß noch, dass meine Maske gegen so ein Teil ausgetauscht wurde, dass man so einen Mund steckt, dass der Mund offen bleibt. Und dann bin ich aufgewacht und habe halt gefragt, wann es denn losgeht. Und sie so, ja, es ist schon vorbei. Habe ich wohl dann irgendwie viermal gefragt. Und am Ende meinte sie so super genervt, ja, es ist jetzt vorbei. Sie war auch leider ein bisschen unfreundlich, fand ich nicht so cool. Und ich hatte wirklich keinerlei Schmerzen. Mir geht's super gut. Mir ging es auch direkt danach super gut. Und jetzt gerade ist es halt 22 Uhr und ich sterbe gerade vor Bauchschmerzen. Also ich habe so seit einer Stunde, seit zwei so super dolle Magenschmerzen. Es ist so eine Mischung aus Völlegefühl, Verstopfung und Abführmittel wirkt noch ein bisschen. Also es ist so alles drum und dran. Das geht mir echt blöd. Aber das weiß ich jetzt auch nicht genau, woran es liegt. Nach der Darmspiegelung an sich ging es mir richtig gut. Die war überhaupt nicht schlimm. Also ja, ich weiß jetzt auch noch nicht, ob euch das Video was gebracht hat oder nicht. Aber ihr braucht überhaupt keine Angst haben. Es ist echt nicht schlimm, nur gerade geht es mir nicht gut. Vielleicht blende ich noch kurz einen Clip ein, wie es mir morgen geht, ob es das besser macht. Aber ja. Hallo, ich wollte mich jetzt zum Ende des Videos noch einmal kurz melden und sagen, dass das mit den Bauchschmerzen auf jeden Fall nur an dem Abend danach noch war. Am nächsten Morgen ging es mir dann auch eigentlich schon wieder einwandfrei und auch jetzt habe ich keine Beschwerden oder so. Bei mir kam dann raus, dass es eine Zöliakie ist. Das hatte ich auch eh schon damit gerechnet. Ich ernähre mich ja schon seit über 7 Jahren glutenfrei. Allerdings frustriert mich das Ergebnis auch ein bisschen, weil ich halt mir was anderes erhofft hatte, dass ich einfach weiß, warum ich trotzdem noch Bauchweh habe. Aber naja, auf jeden Fall hatte ich keinerlei Schmerzen mehr und es ist wirklich nicht schlimm, eine Darm- oder Magenspiegelung zu machen, kann ich hier nur noch einmal festhalten. Ich freue mich, wenn dir das Video vielleicht irgendwie Mut gemacht hat oder dir weitergeholfen hat, was auch immer. Und wie gesagt, schreib mir gerne, ich freue mich über Nachrichten. Danke dir, dass du das Video angeschaut hast. Abonniere mich doch gerne oder lass ein Like da. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag und wenn du eine Darmspiegelung hast, viel Erfolg dabei. Ciao!